So, liebe Jäger der Wildnis, es geht weiter mit Horizon Zero Dawn, der Complete Edition für den PC. Ich bin jetzt nochmal hier hingegangen zu unserem alten Freund vom Kaja-Stamm. Der hatte ja noch Prüfungen für uns und ich habe jetzt die eine Prüfung abgeschlossen mit dem besten Ergebnis, was wir vorher schon gemacht hatten. Nun machen wir die anderen Prüfungen, die er noch hat, nämlich Holzstapel und Sprengdrahtprüfung. Die Sprengdrahtprüfung kann ich jetzt machen, da ich mir eine Waffe gekauft habe, die das ermöglicht. Aber wir machen erstmal die Holzstapelprüfung. Diese Prüfung zeigt, ob du die Umgebung zu deinem Vorteil zu nutzen weißt. Schieße auf die Stämme, damit sie umfallen und den Maschinen schaden. Denk dran, mit der Sprengschleuder kannst du Maschinen erschrecken und sie in die Richtung fliehen lassen, die du willst. Die gefällt mir. Wutsch ein Seil runter und die Zeit läuft. Eine Sprengfalle. Sprengdraht. Das ist was anderes. Habe ich eine Sprengfalle? Ist das, glaube ich, oder? Gucken wir mal. Diese Maschine nicht kaputt? Okay, jetzt habe ich es also so weit, dass sie in die Richtung laufen, in die ich will. Okay, geschafft. Aber der Jäger ist noch da. Du kriegst mich nicht. Ey, du da. Au. Könnt ihr schießen? Das wusste ich gar nicht mehr. Oh. Voll frech. Ziemlich gemein. Kann ich mal eine Stolperfalle wieder haben? Das kommt mir gelegen. Ruhe. Will ja nicht durchlaufen, aber ich kann es auch nicht aufheben anscheinend. Lass den mal, ich will ihn nicht bekämpfen, wenn ich nicht muss. Das hat mich jetzt ein Sprengdraht gekostet, Mann. Das mag ich nicht. Wie hast du beim ersten Mal eine Glutsonne? Du bist echt gut, selbst für eine Nora. Glutsonne ist das Höchste, was wir bekommen können. Das heißt, ich habe es mit Bravour geschafft. Sprengdrahtprüfung. Ich muss gehen. Ich bin hier. Ich weiß nicht, ob ich genug Sprengdrähte habe oder ob ich mir welche herstellen kann. Sprengdraht. Okay. Mehr geht nicht. Gut, dann speichere ich nämlich nochmal hier. So.
du willst es. Ich will es. Mit dem Sprengdraht und der Kaja Stolperfalle Graser. Ich stoppe die Zeit. Explosionen machen ihnen Angst. Treib sie mit der Sprengschleuder in deine Fallen hinein. Ich muss gehen. Komm wieder, wenn du willst. Oh, ich habe die falsche Antwort gegeben. Ups. Ich wollte die Prüfung eigentlich starten. Erledige Ja. Prüfung. Ich bin Prüfung annehmen. Okay. Okay, das heißt, mit dem Sprengdraht, wenn die reinlaufen, das ist ja das Pendant zum Schockdraht, nur dass es hier halt Explosionsschaden verursacht, lasse ich die da reinfallen und muss sie erledigen und mit hier der Bombe kann ich sie da reinlaufen lassen, aber ich habe ja keine Sprengbombe. Habe ich die falsche Schleuder? Oder habe ich die Munitionsart noch nicht hergestellt? Schleuder, Munitionspakete. Kaja-Schleuder, Schattenschleuder. Das ist relativ schlecht. Kann ich bei ihm noch welche kaufen? Hassler. Sprengschleuder. Das ist eine eigene Waffe mit der Kaja, mit der Kaja Stolperfalle, mit dem Kaja, mit der Kaja Schleuder kann ich nur Eis und achso. Dann lass mich mal drüber nachdenken, dann Sprengschleuder wohl eher, ne? Kostet 200 Metallscherben, ich habe über 1000. Ja. Tausche mir gerade mal die Schleudern. Weil ich hatte die eben verkauft und hätte nicht gedacht, dass ich die echt nochmal brauche. Habe ich dafür auch irgendwelche... Okay. Die Schleuder vielleicht? Handhabung und Verderbnis. Nee. Ich habe jetzt auch mal den Kaja Machtbogen ausgerüstet. Statt den Standard Kaja Jägerbogen. Ah, ich weiß noch, ich kann die Modifikation ja ausnehmen, war das nicht so? Modifikation ausrüsten, geht das nicht? Modifikationsplatz leeren. Kann ich nicht, ich habe diesen Skill noch nicht. Scheiße. Okay, das sollte passen. Dann geht's los. Dann brauche ich die hier. Beziehungsweise eigentlich müsste ich eher den Draht spannen. Ist hier die Bestzeit? 3 Minuten. Ich versuch sie so ein bisschen... Herangehen. Ja, vielleicht. Macht das nämlich ganz ausgeklügelt. Und jetzt gehe ich nach oben. Hier nach oben. Kommen sie auch noch. Mist. Schon leise. Thomas humpelt schon. Laufen halt direkt weg. Und jetzt den Stolperdraht.
Eins von sechs. Kann sie aber so vor mich hintreiben. Alter, ist es schwer. Weil ich das Verhalten der Maschinen nicht kenne. Die laufen halt in die Richtung, wo ich sie halt hinlocken will. Aber. Ich muss die Waffe wechseln. Das bringt nichts. Aber ich muss die Prüfung abschließen, also. Hallo? Sechs Minuten. Muss sie explizit mit dem Sprengdraht erledigen. Ich kann den ja auch den Weg abschneiden, oder? Jetzt habe ich überall Sprengdrähte verteilt. Das muss doch jetzt klappen, oder? Da ist einer explodiert. Lauft! Unten bleiben. Oh. Falsche Waffe. Okay, der Wächter ist ein Problem. Dann erledigen wir den erstmal. Kümmert euch einfach um eure Sachen. Oh boy. Ich glaube ernsthaft, dass es am Ende vielleicht mehr Sinn macht, das komplette Gebiet erstmal auszukundschaften, Drähte zu verteilen und die Gegner dann einfach da reinlocken. Sprengdraht. Kann ich die Prüfung nochmal wiederholen? Ich stoppe noch. Prüfung abbrechen. Okay, machen wir nochmal. Hab viel Spaß. So, aber da ihr das Ganze schon gesehen habt, werde ich das jetzt offscreen machen, weil es ist halt einfach nur eine Sidequest und wenn man die abschließt, sonst kostet uns das zu viel Zeit und wir sehen heute nichts mehr. Deswegen mache ich das jetzt schnell offscreen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe es geschafft. Ich habe vorher das Gebiet vermint, überall Sprengdrähte ausgespannt, muss mir halt immer wieder welche herstellen, aber die
Läufer haben ja Lore bei sich. Das heißt, das ist ja auch kein Problem, da nochmal zwischendurch welche herzustellen, wenn man die schnell aufsammelt. Und ich habe es geschafft. Sogar in der Top-Zeit. 2 Minuten 26. Das ist ein persönlicher neuer Rekord, glaube ich. Kümmert euch wieder um euren Kram. Okay, damit ist das Gebiet abgeschlossen und wir haben die Prüfung erledigt und somit auch diese kleine Aufgabe, beziehungsweise diese kleine Sidequest. Hier ist deine Glutsonne. Ich selbst konnte noch nie eine davon gewinnen. Deinem Eintritt in die Jägerloge steht nichts im Weg. Viel Glück in Meridian. Natürlich kannst du gern noch mehr Prüfungen bei mir machen. Ich muss allmählich los. Ich werde hier sein, wenn du dich prüfen willst. Aber klar. So, abgeschlossen. Bestehe 3 Prüfungen. Jagen für die Loge. Rede mit Ligan. Das war hier. Norajak-Gebiete haben wir abgeschlossen. Blutsonnenkiste. Alle Halbsonnenkiste. Alle Vollsonnenkiste. Plus einen Fertigkeitenpunkt gibt es bei 3 Glutsonnen. Schieße mit Feuerpfeilen auf Läuferbehälter. Betäube Brüllrücken und entferne die Unterbaubehälter. Erledige eingefrorene Maschinen. Boah, das ist schon ein bisschen herausfordernder. Okay. Auch noch Sidequests bzw. Aufträge neben altes Waffenlager. So, die Rache der Nora, die Sucherin vor den Toren. Ich habe 3 Erfahrungspunkte gekriegt, damit kann ich mir jetzt eine erweiterte Fähigkeit leisten. Ausweichtalent. Halte B für eine lange Ausweichrolle gedrückt oder drücke B kurz für eine kurze Ausweichrolle. Drücke RB, um lautlos zu landen und kleine Maschinen und Menschen zu erledigen oder größeren Gegnern schweren Schaden zuzufügen. Kritische Treffer verursachen mehr Schaden. Leichte Sperrangriffe schlagen viel wahrscheinlicher Rüstung und Bauteile ab. Verlängert die Zeit, die eine Maschine überbrückt ist, um 50%. Ach, wir können auch die Dings überbrücken, die... Hier die, wie heißen sie? Wächter. Ausbeuter. Chance auf mehr Rohstoffe beim Plündern von vernichteten Maschinen. Repariere eine beschädigte Reitmaschine mit Metallscherben. Erhöht die Chance, heute Knochen, Linsen und Herzen zu erbeuten. Okay, das ist so das, was ich mir auswählen kann. Und das noch Ausweichtalent hier. Ja, nee, Schlag von oben brauche ich nicht. Das brauche ich eher nicht. Ich glaube, ich nehme eher die... mehr Rohstoffe beim Plündern. Dann habe ich eh noch einen übrig. Mit einem geht nicht viel, aber wenn ich jetzt nochmal einen weiteren Erfahrungspunkt bekomme, habe ich ja wieder 2. Das heißt, ich kann mir wieder eine Fähigkeit von hier leisten. Okay, Schatzkisten habe ich bekommen. Nora Blutsonnenbelohnungskiste. Metallschirm 47 und Lore 12. Alles klar. So. Die Schleuder will ich wieder hier. Gut. Also. Wir haben jede Menge noch zu tun. In der Folge tun wir Folgendes. Wir haben hier neben Aufträge. Summe 4 über heute findet Tiermas Ring. Finde die vermissten Krieger in Teufelsdurst und jagen für die Loge. Erst ab Stufe 16. Also, es wird vorausgesetzt. Bestehe 3 Prüfungen und rede mit Ligan. Ligan ist in Meridian, hat er gesagt, ne? Rede mit Ligan. Eloy. Rede mit dem Hüter, das Jagdgebiet der Händler. Geschlossen. Okay, und das heißt, die Quest machen wir dann später. Machen wir diese als nächstes. Zuflucht. Wie weit ist das weg? Können wir da schnell hinreisen? Nicht unbedingt, aber wir könnten hier hinreisen. Das spart uns ein bisschen Weg. Wenn ich habe 15 Schnellreisepakete, jetzt mal ehrlich, sonst... Für was soll ich sie verdatteln, wenn nicht fürs Reisen? Okay.
Da geht's lang. Ist gar nicht so weit weg. Da hören wir den Langhals noch stampfen. So, wir nehmen unseren Bogen zur Hand. Hier gab's einen Kampf. Aber wer hat gewonnen? Kriegerpfeile in diesen Maschinen. Das gab sicher eine Massenflucht. Die Maschinensporen führen in die Ruinen. Ebenso wie Menschensporen. Kriegerpfeile in diesen Maschinen. Das gab sicher eine Massenflucht. So. Die markierten Spuren führen hier entlang. Ich so leichte The Last of Us Vibes, wenn ich hier lang laufe. Weil es überwuchert. Ein Sägezahn, oder? Ja. Zwei. Na gut, alles klar. Die sind da gefangen, ne? Ich kann diese Maschine noch nicht überbrücken. Ich muss herausfinden, wie das geht. Wer sagt denn was von überbrücken? Da oben irgendwo, aber ich muss die Sägezähne erst loswerden. Ist noch jemand da? Nur so ein kleiner Ollerbusch. Ist noch jemand da? Kann ich die ablenken irgendwie? Da hinten hin oder so? Dass ich zumindest nur gegen einen Sägezahn an. Muss. Ist noch jemand da? Jetzt müssen wir mal eine Falle aufstellen. Wenn der wieder hier langläuft. Weia. Geh weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Den jetzt überbrücken können, dann könnte er gegen den anderen kämpfen. Das wäre so geil. Ich bin sicher. Weil wenn der hier rausguckt, wäre eine Stolperfalle oder eine Explosionsfalle eigentlich keine schlechte Idee. Ich glaube, ich mache das gleich, wenn er sich umdreht. So, jetzt. Nice.
Die Sägezähne, sind das zwei oder drei? Das sind zwei. Einer läuft hier seine Route. Die Sache endet hier. Ist noch jemand da? Könnt ihr mal aufhören damit? Das macht mich ganz nervös. Und die halt sagen, ist noch jemand da? Ist noch jemand da? Oh, scheiße. Da mich. Seht ihr, was ich meine? Zwei Schläge. Wo ist die Kamera? Da. Zwei. Einem Sägezahn wäre ja noch gut beizukommen, aber zwei. Kann ich da irgendwie hochklettern? Da muss es doch irgendwie eine Möglichkeit geben. Vielleicht mache ich es ehrlich gesagt so, dass ich die mit Sprengdrähten und Fallen erledige. Deswegen dezimieren wir erstmal einen nach dem anderen. Safe. Oh je, er dreht sich nochmal um. Dabei hat schon massiven Schaden genommen.
Er ist betäubt. Okay, hat geklappt. Ich bin entkommen. Ich bin noch am Leben. Genau, hier gibt es nichts zu sehen. Genau, geht wieder dahin, wo ihr hergekommen seid. Das passt. So, der nächste Sprengdraht wird ihn töten. Dann habe ich nur noch einen. Er kann zwar sehen, aber er kann nicht so weit sehen. Muss nur dafür sorgen, dass er halt in den Draht läuft, was jetzt auch nicht unbedingt schwierig ist, da er immer die gleiche Route läuft. Mich nur vor dem anderen in Acht nehmen. Weil der hat das natürlich gehört. Und für den lege ich dann Schockdraht aus und dann kriegt ihr erstmal von mir ordentlich was vor den Latz geknallt. Später, wenn wir eine bessere Ausrüstung haben, sind diese Gegner auch kein Problem mehr. Aber aktuell sind die noch zu stark für uns. Müssen wir halt echt aufpassen. Ihr habt's ja gesehen, zwei Schläge geben die mir und ich bin tot. Muss ich es nur noch schaffen, dass der hierher kommt. Oh, schön. Oh oh. Das wollte ich nicht. Wollte eigentlich einen Stein werfen. Ist er nicht. Übers Wasser will er nicht. Da hat er keinen Bock drauf. Da denkt er sich auch, nee, lass mal. Jetzt habe ich hier schon Fallen ausgelegt. Natürlich wieder eine Falle auslegen und ihn reinlaufen lassen.
Keine Sprengfalle, die ich ausgelegt habe? Oder muss ich auf die schießen? Kämpfen oder weglaufen. Jawohl. Yes! Können wir wieder raus? Guck mal, wie schön der brutzelt. Der Brutzler wurde angelassen. Da hinten haben noch zwei Maschinen irgendwas mitgekriegt, aber das passt schon. So. Das mit. Ich glaube, ich bin sicher. So, jetzt muss ich nur noch hoch zu denen. Kletter ich denn am besten? Hier so? Nee. Was war das? Du bist die Kriegerin, die ausgestoßen war. Was machst du hier? Euer Freund Dan bat mich, euch zu suchen. Was macht ihr da oben? Der Sägezahn riss uns die Bündel ab. Mir. Uns. Ohne Waffen war das hier unsere beste Option. Vielen Dank, dass du ihn erledigt hast. Jetzt können wir nach Hause. Eins noch. Du verrätst doch nicht, dass du uns gesehen hast. Habe ich ja nicht. Zumindest dein Freund nicht. Soll ich dir runterhelfen? Wir gehen allein zurück. Versteh das nicht falsch, aber wenn wir mit dir gesehen werden, kommen sie uns noch auf die Schliche. Kehre zu Dan zurück. Dan the Man. Okay, dann gehen wir mal zu Dan the Man zurück, um die Quest abzuschließen. So. Da ist Dan. Ist mir auf der Karte angezeigt? Achso. Ach, das war er hier. Ich fand deine Freunde, du weißt schon wo. Sie kommen bald zurück. Oh, danke. Danke, danke, danke. Was für eine Erleichterung. Du verrätst es doch niemandem, oder? Ganz ruhig. Die Stammmütter singen die Hymne der Buße. Ich denke, ihr seid sicher. Das stimmt. Die Hymne ist Sühne für uns alle. Danke. Das habe ich nicht gemeint, aber gut. Alright, abgeschlossen. Bemerkenswerte Belohnungskiste. Dann lass noch mal schauen, was da drin ist. Rohstoffe haben wir natürlich ein paar. Lanzenhornlinse. Ich habe noch einiges an Stuff da, was ich verkaufen kann. Gut, aber hier an dieser Stelle machen wir jetzt erstmal Schluss. Und ich sage vielen Dank fürs Zusehen bei Horizon Zero Dawn, der Complete Edition für den PC. Wir gehen das nächste Mal die verdorbenen Zonen säubern, zumindest eine, die hier in der Gegend ist. Und wir werden zu einer Brutstätte gehen, denn ich habe mich daran erinnert. Ich glaube, in den Brutstätten bekommen wir dann die Fähigkeit, diese Maschinenarten zu überbrücken. Bin mir nicht mehr ganz sicher, was das angeht, aber ich glaube, so war es. Sehen wir dann in der nächsten Folge. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet bei Horizon Zero Dawn, der Complete Edition. Bis zum nächsten Mal.